Welche Strategien haben Leute, die Cannabis rauchen, um ihren Konsum zu kontrollieren? Diese Frage hat die Stadt Bern interessiert und darum haben wir bei Uni Bern auch eine Studie in Auftrag gegeben, die die Resultate jetzt vorlegen. Und die Resultate, die sind erfreulich und interessant, denn der Grossteil der Leute, die rauchen, hat seinen Konsum auch gut im Griff. Die Stadt Bern möchte aber noch weitergehen und wir möchten herausfinden, ob eine kontrollierte Cannabisabgabe sich positiv auf die Gesundheit der Raucherinnen und Raucher auswirkt. Darum setze ich mich weiterhin dafür ein, dass auf eidgenössischer Ebene die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden für solche Pilotprojekte. Und ich setze voll und ganz auf das neue Parlament.